Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino, heute mit Christian und Mario. Mensch Mario, die hat die Quarantäne aber gut getan. Ja, ein bisschen verändert. Nein, das ist nicht unser Mario, sondern das ist Mario von Czapiewski. Der ist nämlich Drehbuchautor und noch vieles mehr. Filmfan natürlich sowieso. Bei Lighthouse arbeitest du, darüber reden wir auch noch. Genau. Also ein hochinteressanter, spannender Gast für uns. Dann kommen wir jetzt aber wirklich zu dem Film X. Genau. Zum Film X. Genau. Jacob's Wife heißt der. Hier ist der Trailer. Mann. Anne Fedder lebt ein langweiliges Leben. Sie ist die Frau eines Pastors, nämlich von Jacob. Und sie hat all ihre Träume aufgegeben. Eines Tages trifft sie ihre alte Flamme wieder. Er kommt in die Stadt und beide haben ein Date. Allerdings verbringen sie die Zeit auf einem Sarg, der sich plötzlich öffnet. Ja, ein Vampir kommt hervor, tötet die alte Flamme und beißt Anne. Und fortan führt sie ein etwas anderes Leben. Sie bricht aus ihrem Alltag raus, kriegt natürlich Durst auf Blut. Und irgendwann findet Jacob heraus, was los ist und versucht dann doch, aus seinem alltäglichen Trott zu kommen, um seine Frau für sich wieder zu gewinnen. Jacob's Wife lief recht erfolgreich auf dem Fantasy-Filmfest. Ich habe damals davon gehört und dachte, wow, da habe ich richtig Bock drauf. Denn die Hauptrolle spielt Barbara Crampton, die auch selbst mitproduziert hat. Barbara Crampton, woher kennen wir sie? Genau, aus Reanimator und From Beyond. Natürlich, wollte ich gerade sagen. Und ich war als Teenager schon verliebt in die Frau und sie sieht mit über 60 auch immer noch unglaublich gut aus. Das muss man sagen. Sie hat sogar hier, wir sprachen gerade drüber, man hat hier sogar eine Sexszene verpasst und das mit über 60. Und es ist keine peinliche Sexszene. Es sieht also, ja. Nein, es ist ein schöner, satirischer, kleiner Horrorfilm, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist, ich meine, Lighthouse ist jetzt nicht unbedingt viel größer als Tiberius. Das hört man an der Synchro aber nicht. Die Synchro ist gut. Die ist richtig, richtig gut. Und das ist da muss man sagen, danke, dass ein kleiner Verleiher sich dann auch mal dafür einsetzt und Geld in die Synchro investiert. Und ja, ich hatte Spaß. Ja, genau. Mir gefällt ja auch die Mischung aus Horror und Satire, fand ich auch sehr passend. Und sie spielt es wirklich toll. Also das Pfarrer-Ehefrauchen, das irgendwie nichts sagen mag und mehr so die Frau an seiner Seite ist, entwickelt sich zum Wamp und zur selbstbewussten Frau. Das fand ich sehr schön von ihr dargestellt. Ja, macht Spaß. Ja, gefällt mir auch. Wenn sie literweise Blut im Supermarkt kauft. Ja, stimmt. Wie viel haben Sie davon? Nee, das ist wirklich ein sehr schöner Film. Und auch hat auch sehr blutige Momente, muss man ja sagen. Also, ja, und vor allen Dingen übertreibt es nicht mit den Momenten. Also die gibt sie zwar, die sind auch wirklich saftig. Also, ja, erstaunlich. Dass wir da eine 16er gekriegt haben, ist schon wirklich wahrscheinlich eine Ausnahme. Aber es sind nicht halt die ganze Zeit rumgesplattert. Ne? Also die Schauspieler sind schon im Vordergrund und spielen fantastisch. Also die sind auch wahnsinnig gut gecastet zusammen. Die passen super zusammen. Er ist auch super. Und dass sie, die stehen halt im Vordergrund. Also generell ist es ja eigentlich eine Beziehungsgeschichte in erster Linie in diesem Kontext Pfarrertum und Religion noch dahinter. Und dann wirft man da noch so diesen Vampirismus mit rein und sagt, sorry, jetzt kommt man damit klar. Noch zusätzlich. Das ist halt so ein bisschen dann auch mal Ende auch der Gag der Geschichte so. Und beim Meister hat man sich dezent an Stephen King orientiert, oder? Ja, ja, klar. Und für ein kleiner Funfact, die Dame, die den Meister spielt, ist eine Dame tatsächlich. Das ist die Dame, die die Nonne gespielt hat, auch The Nun. Das ist die gleiche Schauspielerin. Mhm. Habe ich ganz am Anfang auch nicht gewusst. Und als ich das dann gesagt habe, krass, okay, die wird jetzt offensichtlich eingesetzt für diese voll Make-up-Sachen. Und ist auf jeden Fall eine witzige Note, weil ja Nun mal das große Mainstream-Ding lange Zeit auch war. Und dann jetzt in so einem Film, nicht die Horror-Nonne, sondern der Vampirmeister. Das ist schon witzige Transition auch. Mhm. Ja. Joa. Ja. Angucken. Also, absolut. Insofern angucken. Können wir alle empfehlen. Ich glaube, dass wir auch noch irgendwie demnächst noch Verlosungsexemplare haben. Genau, da lasse ich. Aber die verlosen wir erst demnächst, weil noch gibt es sie ja nicht raus. Genau, der ist sozusagen gerade in der Produktion. Der wird Ende April erscheinen. Dann DVD, Blu-ray, digital und 3 Media-Books auch noch. Also für die krassen Horrorfans, die Bock haben, da so ein bisschen die Sondervariante zu haben mit verschiedenen neuen Covern, gezeichneten Covern und so weiter. Da gibt es dann noch die Sonderedition. Lohnt sich bei dem Film auf jeden Fall. Ja. Also, wer noch mal dran erinnern, wenn der Film raus ist, dann verlosen wir die. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.